Stuttgart 21 ordnet den Stuttgarter Bahnknoten komplett neu. Das Projekt ermöglicht, die Reisezeiten im Fern- und im Regionalverkehr erheblich zu verkürzen. Damit kann mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Stuttgart 21 ist also weit mehr als nur ein Bahnhof. Zum Projekt gehören 57 Kilometer neue Schienenwege, 16 Tunnel und Durchlässe, 44 Brücken, ein neuer Abstellbahnhof, eine neue S-Bahn-Station, der neue Fernbahnhof am Flughafen und der künftige Durchgangsbahnhof mit seinen markanten Kelchstützen. Wir schauen uns an, wie weit Stuttgart 21 im März 2023 fortgeschritten ist. Im Stuttgarter Stadtzentrum entsteht das Herzstück von Stuttgart 21. Auf fast einem Kilometer Länge erstreckt sich hier der künftige Durchgangsbahnhof. Er wird über Tunnel auf beiden Seiten an das Schienennetz des neu geordneten Stuttgarter Bahnknotens angeschlossen. Der Tunnel Südkopf verbindet die Bahnsteighalle mit den Tunneln in Richtung Filderebene sowie nach Ober- und Untertürkheim oder ganz grob in Richtung Ulm und ins Neckartal. Im Tunnel Nordkopf schließen die Strecken in Richtung Feuerbach und Bad Cannstatt an oder weiter gefasst, hier kommen Züge aus Richtung Mannheim an oder fahren dorthin ab. Zwischen den Tunneln im Norden und im Süden liegt die 450 Meter lange Bahnsteighalle. Hier werden die Reisenden künftig an vier Bahnsteigen mit acht Gleisen ein- und aussteigen. Die Bahnsteige sind seit Januar 2022 fertig betoniert. Die Baustelle für den Bahnhof setzt sich aus 25 Bauabschnitten zusammen. Am südlichen Ende der Bahnsteighalle liegt der Bauabschnitt 25. Hier entsteht ein Schwallbauwerk. Es dient der Be- und Entlüftung des künftigen Durchgangsbahnhofs. Das Schwallbauwerk ist seit Herbst 2021 im Rohbau fertiggestellt. Derzeit wird die Technik eingebaut. Unterhalb des Schwallbauwerks verläuft der Tunnel Südkopf. Er verbindet die Bahnsteighalle mit den Tunneln nach Ober- und Untertürkheim sowie auf die Filderebene. Der Tunnel Südkopf ist im Rohbau weitgehend fertiggestellt. Im September 2022 wurde das letzte Stück Tunneldecke betoniert. Gerade werden im Tunnel die Randwege gebaut. Außerdem laufen dort die Vorbereitungen für den Gleisbau. Über dem Bauabschnitt 22 liegt die neue Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie. Die Haltestelle ist bereits seit 2 Jahren in Betrieb. Unter der Schillerstraße entstehen 2 neue Stadtbahntunnel. Künftig verbinden sie die Haltestelle Staatsgalerie mit dem Hauptbahnhof. Der erste Tunnel wurde im März 2022 im Rohbau fertiggestellt. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG verlegt hier bereits die Gleise. Der zweite Tunnel ist ebenfalls im Rohbau fertiggestellt. Die alten Tunnel werden nicht vollständig abgebrochen, sondern dienen Stadtbahnen künftig als Wendemöglichkeit. Im südlichen Teil der Bahnsteighalle sind alle Kelchstützen betoniert. Auch das Dach zwischen den Kelchstützen ist hier fast vollständig geschlossen. Lediglich für die Kräne der Baustelle gibt es noch Aussparungen. Die geschwungene Form der Kelchstützen setzt sich in der Wand der Bahnsteighalle fort. Passgenau sind hier Betonfertigteile eingefügt. Sie entstehen in einem Werk direkt auf der Baustelle. In diesem Bereich der Bahnsteighalle ist bereits das beeindruckende Raumgefühl des neuen Bahnhofs zu empfinden. Auch künftig können Reisende den Stuttgarter Hauptbahnhof über den Bonatzbau betreten. Das 1922 eingeweihte Gebäude wird dafür entkernt und modernisiert. Die denkmalgeschützte Fassade bleibt erhalten. Die Decke zwischen dem heutigen Erdgeschoss und dem ersten Stock ist bereits vollständig abgebrochen. Aussteifungsgerüste stützen die Wände des Bonatzbaus während der Modernisierung. Derzeit wird das Gebäude zwischen der Mittelhalle und der großen Schalterhalle zurückgebaut. Es entstehen 2 lichtdurchflutete Ebenen mit vielfältigen Einzelhandels- und Gastronomieangeboten. Das Erdgeschoss bildet künftig die Haupterschließungsebene. Reisende gelangen dann stufenlos von der Königstraße und dem Arnulf-Klett-Platz direkt auf die Verteilerstege im neuen Durchgangsbahnhof. In den Bauabschnitten hinter dem Bonatzbau
stehen bereits fast alle Kelchstützen. Das Dach wird Stück für Stück geschlossen. In diesem Bereich der Bahnsteighalle entstehen links und rechts Galerien. Auf einer Seite ist darin künftig eine Lounge für Bahnreisende untergebracht. Einige Deckenabschnitte der Lounge sind bereits fertiggestellt. Der Bauabschnitt 11 befindet sich direkt über dem bestehenden S-Bahn-Tunnel. Die Bahnsteighalle darf mit ihrem Gewicht nicht auf dem S-Bahn-Tunnel aufliegen. Daher wurde der Bahnsteig in diesem Bereich als Spannbetonbrücke gebaut. Treppenabgänge führen von hier aus zu einem Tunnel für Personen. Durch ihn hindurch gelangen Reisende künftig direkt zur S-Bahn. Der Personentunnel ist bereits im Rohbau fertiggestellt. Eine weitere Besonderheit in diesem Bauabschnitt ist der Sonderkelch. Im Unterschied zu den restlichen Kelchstützen ist dieser Kelch um 180 Grad gedreht. Zwei Rolltreppen führen vom Sonderkelch zu den Bahnsteigen. Außerdem führt ein Aufzug durch den Kelch. Über dem Sonderkelch befindet sich künftig ein Bahnhofszugang. Der Sonderkelch wurde im März 2022 betoniert. Auch in der nördlichen Bahnsteighalle schließt sich das Dach immer weiter. In der nördlichen Bahnsteighalle laufen, am letzten Kelch in diesem Abschnitt, die Bewährungsarbeiten an der sogenannten Kelchblume. Der Tunnel Nordkopf verbindet die Bahnsteighalle mit dem Tunnel Feuerbach und dem Tunnel Bad Cannstatt. Hier fächern sich die vier zulaufenden Gleise aus den Tunneln über mehrere Weichen auf die 8 Gleise der Bahnsteighalle auf. 12 von 24 Weichen sind eingebaut. Die Schienen werden per Zug über die Tunnel Feuerbach und Bad Cannstatt angeliefert. In Kürze beginnt im Tunnel Nordkopf der Oberleitungsbau. Der Tunnel Feuerbach führt vom Stuttgarter Hauptbahnhof zum Bahnhof Feuerbach. Der gut 3 Kilometer lange Tunnel ist im Rohbau fertig. Ende 2021 hat hier der Gleisbau begonnen. Mittlerweile ist ein Großteil der Gleise verlegt. Über die fertigen Gleise können Schienen für den Tunnel Nordkopf und Bad Cannstatt angeliefert werden. Auch der Bau der Oberleitung läuft auf Hochtouren. Der Tunnel Bad Cannstatt verbindet den künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof über die Neckarbrücke mit dem Bahnhof Bad Cannstatt. Der 3,5 Kilometer lange Tunnel ist im Rohbau fertig. Im März 2022 hat der Gleisbau begonnen. Auch hier ist ein Großteil der Gleise bereits verlegt. Der Bau der Oberleitung hat begonnen. Der Tunnel Bad Cannstatt wurde nicht nur von den beiden Portalen ausgebaut, sondern auch von zwei sogenannten Zwischenangriffen aus. Das sind Zugangsstollen, die im Verlauf der Tunnelröhren liegen. Einer davon ist der Zwischenangriff Rosenstein. Der Zugangsschacht wurde im Frühjahr 2022 wieder verfüllt. Ein Bolzplatz, der während der Bauzeit im Weg war, wird derzeit an seinen ursprünglichen Ort zurückverlegt. Die Portale des Tunnels Bad Cannstatt sind fertig gebaut. Die letzte Betonage erfolgte im Oktober 2021. Sowohl S-Bahnen als auch Fern- und Regionalzüge verlassen hier künftig die Tunnelröhren und fahren über die Neckarbrücke. Die 345 Meter lange Neckarbrücke verbindet den Tunnel mit dem Bahnhof Bad Cannstatt. Die vom Stuttgarter Ingenieurbüro Schleich, Bergermann und Partner innovativ gestaltete Stahlsegelbrücke prägt bereits heute das Stadtbild. Die Brücke ist im Rohbau fertiggestellt. Seit März 2022 liegen darauf zeitlich begrenzt Hilfsgleise. Darüber transportieren Züge Material für den Gleisbau in den Tunnel Bad Cannstatt. Ebenfalls fertiggestellt ist der Fuß- und Radweg unter der Neckarbrücke. Bereits seit Frühjahr 2021 kann der Weg von der Bevölkerung genutzt werden. Im Herbst 2021 wurde das Verbindungsstück über der Bundesstraße ebenfalls fertiggestellt. Stuttgart 21 ist auch ein S-Bahn-Projekt. Mitten im künftigen Rosenstein-Quartier liegt die neue Haltestelle Mittnachtstraße. Mit ihr entsteht eine verlängerte Stammstrecke der S-Bahn, die am Hauptbahnhof an bestehende Gleise anknüpft. Im Bereich zwischen Hauptbahnhof und Wolframstraße entsteht der neue S-Bahn-Tunnel in offener Bauweise. Der Tunnel ist im Rohbau weitgehend fertiggestellt. Hier rücken bald die Gleis- und Oberleitungsbauer an. Um die letzten Tunnelblöcke bauen zu können, musste die Wolframstraße in zwei Schleifen um die Baustelle geführt werden.
Die Umfahrung wurde 2021 in Betrieb genommen. Im Frühjahr 2022 wurde hier der letzte Tunnelabschnitt betoniert. Auch beim Tunnelabschnitt zwischen Wolframstraße und der neuen S-Bahn-Haltestelle Mittnachtstraße ist der Rohbau so gut wie abgeschlossen. Der eisenbahntechnische Ausbau mit Gleisen und Oberleitungen hat begonnen. Die Gleise werden hier, anders als im restlichen Projekt, in einem Gleisbett aus Schotter verlegt. Die Station Mittnachtstraße ist ebenfalls im Rohbau fertig. Fahrgäste, die von Feuerbach nach Bad Cannstatt oder umgekehrt unterwegs sind, können künftig bereits hier umsteigen, anstatt bis zum Hauptbahnhof fahren zu müssen. Der Zwischenangriff-Abstellbahnhof ist seit einigen Monaten wieder verfüllt. Von diesem Zugangsschacht aus wurde der S-Bahn-Tunnel sowohl in Richtung der neuen Haltestelle Mittnachtstraße als auch in Richtung Neckar bergmännisch vorgetrieben. Am Neckarufer endet der Tunnel. Die S-Bahnen werden von dort ebenso wie die Fern- und Regionalzüge über die neue Neckarbrücke zum Bahnhof Bad Cannstatt fahren. Der 5,7 Kilometer lange Tunnel Obertürkheim führt vom Stuttgarter Hauptbahnhof in den Stadtbezirk Obertürkheim. Auf seinem Weg unterquert der Tunnel den Neckar und schließt in Obertürkheim an das bestehende Schienennetz an. Im Oktober 2022 haben die Mineure im Tunnel Obertürkheim den letzten Durchschlag geschafft. Damit ist der Tunnelvortrieb im Stuttgarter Talkessel abgeschlossen. 51.093 Meter Tunnel sind erfolgreich vorgetrieben. Die letzten Meter Tunnel waren besonders herausfordernd vorzutreiben, denn den Mineuren stand die Burgwiesenwegbrücke im Weg. Bei laufendem Verkehr auf der mehrspurigen Straßenbrücke musste darunter der Tunnel gebaut werden. Dafür wurden in einem aufwendigen Verfahren im Erdreich zunächst Hilfspfeiler errichtet, die das Gewicht der Brücke aufnahmen. Die bestehenden unterirdischen Pfeiler konnten dann im Bereich des Tunnelquerschnitts abgebrochen werden. Im nächsten Schritt entstand rings um den Tunnel ein Ring aus Beton. Auf diesen setzten die gekürzten Pfeiler der Brücke auf. In den anderen Abschnitten des Tunnels Obertürkheim sind die Arbeiten schon weiter. Die Tunnelinnenschale ist in rund drei Vierteln des Tunnels eingebaut. Der Zwischenangriff Ulmerstraße wird verfüllt. Er diente in den letzten 9 Jahren der Baulogistik. Im September 2022 hat der Gleisbau begonnen. Die ersten Schienen sind bereits verlegt. Kurz vor dem Neckar zweigt der 1080 Meter lange Tunnel Untertürkheimer Kurve vom Tunnel Obertürkheim ab. Er schließt in Untertürkheim an das bestehende Schienennetz und den künftigen Abstellbahnhof an. Der Rohbau ist seit April 2022 abgeschlossen. Der Gleisbau hat bereits begonnen. In Untertürkheim entsteht der neue Abstellbahnhof. Dafür werden auf knapp 12 Hektar Fläche 8,5 Kilometer Gleise verlegt. Wenn Stuttgart 21 in Betrieb geht, werden darauf Züge abgestellt. Bevor die Bauarbeiten beginnen konnten, musste die Deutsche Bahn von hier aus rund 8600 Mauereidechsen umsiedeln. Im Juli 2022 haben die Bauarbeiten schließlich begonnen. Im nördlichen Bereich des Abstellbahnhofs sind die Gleise des alten Güterbahnhofs vollständig zurückgebaut. Derzeit wird das Baufeld auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg abgesucht. Außerdem stehen Erdbau- und Kabelarbeiten an. Die Interregio-Kurve schließt an die bestehenden Strecken in Richtung Remstal an. Über die 600 Meter lange Rampe fahren künftig Regional- und Güterzüge. Die Interregio-Kurve ist seit März 2023 in Betrieb. Der Filder-Tunnel ist der längste Tunnel des Projekts Stuttgart 21. Auf einer Länge von 9,5 Kilometern verbindet er den Stuttgarter Talkessel mit der Filderebene. Der Filder-Tunnel ist im Rohbau so gut wie fertig. Im Bereich des Bauwerks für eine Verzweigung unter der Uhlandshöhe laufen die letzten Arbeiten an der Tunnelinnenschale. Seit Sommer 2021 sind im Filder-Tunnel die Gleisbauer am Werk. Die feste Fahrbahn ist fast überall fertiggestellt. Darauf liegen zunächst zeitweise Schienen, sie dienen der Baulogistik. Züge transportieren hier beispielsweise Beton. Erste Arbeiten für die Oberleitung haben ebenfalls begonnen. Im Rahmen von Stuttgart 21 wird auch der Flughafen an den Fern- und Regionalverkehr angeschlossen.
Auf den Filtern entsteht damit eine neue Verkehrsdrehscheibe. Abgesehen vom Schiff sind hier künftig alle Verkehrsträger vom Flugzeug übers Auto, Fernbus, S- und U-Bahn bis hin zum Fern- und Regionalverkehr vereint. Die Station Flughafen Fernbahnhof liegt im rund 4,4 Kilometer langen Flughafentunnel. Der Tunnel besteht aus zwei eingleisigen Röhren, die zweimal die Autobahn A8 unterqueren. Um den Tunnel im Bereich der A8 bauen zu können, musste die Autobahn für ein Jahr verschränkt werden. Seit Sommer 2021 verläuft die Autobahn wieder in ihrer ursprünglichen Lage. Beim Tunnelvortrieb fehlen nur noch wenige hundert Meter. Der Bau der Innenschale läuft parallel. Der zentrale Zugang zur Station Flughafen Fernbahnhof entsteht auf der Messepiazza. Ein zweiter Zugang entsteht etwas weiter östlich, nahe des Busbahnhofs. Die beiden Zugangsschächte zur künftigen Station haben ihre endgültige Tiefe erreicht. Über die beiden Zugänge gelangen Reisende künftig mit Aufzügen zu den Bahnsteigen. Es entstehen zwei Bahnsteige, die jeweils gut 400 Meter lang sind. Die Bahnsteige liegen jeweils in einer Tunnelröhre. Mehrere Durchgänge verbinden die Röhren und ermöglichen den Übergang von einem Bahnsteig zum anderen. Im Bereich der zukünftigen Station sind beide Tunnelröhren fertig vorgetrieben. Derzeit wird an den Technikgebäuden und am zentralen Zugangsschacht gearbeitet. Für das oberirdische Empfangsgebäude stehen bereits erste Gründungsarbeiten an. Am neuen Flughafenbahnhof sollen künftig Fern- und Regionalzüge halten. Für die Anbindung des Pfaffensteigtunnels, der sich derzeit noch in der Planung befindet, sind die Anschlussstutzen im Flughafentunnel bereits gegraben. Züge, die nicht am Flughafen Halt machen, biegen nicht in den Tunnel ab. Die Strecke führt parallel zur A8 überwiegend oberirdisch weiter bis Wendlingen. Hier endet Stuttgart 21. Für den 10 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Flughafen und Wendlingen ist der Rohbau weitgehend abgeschlossen. In diesem Projektbereich wurde im Juni 2021 bei Denkendorf der erste Oberleitungsmast für Stuttgart 21 aufgestellt. Mittlerweile stehen fast alle Maste. Seit Juni 2022 läuft in dem Abschnitt der Gleisbau. Auch auf den beiden großen Brücken des Abschnitts, Denkendorfer Tal und Sulzbachtal, liegen bereits die Gleise. Auf ihrem Weg von den Fildern nach Wendlingen kreuzt die neu gebaute Strecke drei Autobahnanschlussstellen. Diese mussten dafür umgebaut bzw. neu gebaut werden. Alle drei Anschlussstellen sind bereits fertig. In Wendlingen endet Stuttgart 21 und schließt an die 60 Kilometer lange Schnellfahrstrecke nach Ulm an. Hier profitieren Reisende bereits seit Dezember 2022 von neuen, attraktiven Angeboten im Fern- und Regionalverkehr. Auch Stuttgart 21 ist weit fortgeschritten. 27 Kelchstützen stehen. Das Dach der Bahnsteighalle schließt sich zusehend. Der Tunnelvortrieb am Flughafen ist auf den letzten Metern. In vielen Bereichen sind bereits die Gleis- und Oberleitungsbauer zugange. Nach und nach werden aus den zahlreichen Baustellen fertige Bahnstrecken und vier neue Bahnhöfe. Stuttgart 21 nimmt mehr und mehr Gestalt an.